Die pennt immer ein. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit rechts für den Hypothalamus. Das ist doch die gleiche Stelle wie beim anderen Bild. Wüsste, 2 gegen 1. Wir haben recht. Was ist denn das überhaupt für ein toller Wissenschaftler, wenn der München mal die Stelle vom Gehirn kennt? Kann er sich seine Diplome oder sonst wo hinstecken? Und dann große Abhandlungen schreiben und sich wundern, wenn die jemand zerreißt. Ach, was er meinte, okay. I-M-P-O-S. Impossible? Versucht sie mir zu sagen, dass es unmöglich ist, durchzukommen? Simpel. Nee, nee, passt nicht. Imposant vielleicht. Du bist also auf seiner Seite, okay. Okay, merke ich mir. Ich will dieses Diagramm mit dem Gehirnscan aus dem Experiment vergleichen. Dazu muss ich es mit rübernehmen. Ich nehme es mit rüber. Klar, was ich nicht schlau ist. Ja. Ein Scanner, ja. Oh Gott, mit der Scheiße haben wir ja auch schon einen Haufen durch. Das klang ziemlich schlau, wenn er sagt, er kennt die Stelle im Gehirn nicht. Und er ist Wissenschaftler für Gehirn. Und Geist und. Es wäre ja genauso, als würde ich sagen, ich weiß gar nicht, dass es eine Einkommensteuer gibt. Er hat Fremdworte benutzt. Oh, ja, okay. Aber das jetzt. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit rechts für den Hypothalamus. Das könnte mir beim Bild des Gehirnscans aus dem Experiment weiterhelfen. Ja, Hypochondromus. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit rechts für den Hypothalamus. So viel ist das doch, ne, Junge. Ja. Angela hatte direkt vor der Störung eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia. Das ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch weiß, welche Funktion dieser Bereich hat oder ob er überhaupt irgendeine Funktion hat. Nee, ist so nutzlos wie ein Blinddarm. Lass uns mal ein Stück aus dem Gehirn rausschneiden. Was weiß denn der noch alles nicht? Ich weiß nicht, wie der Teil im Gehirn heißt. Ich weiß nicht, wozu er da ist. Aber ich bin Professor.
Ich habe meine Bude mit Diplom vollgekleistert. Ich bin so klug. Verdammt, Samantha geht nicht ran. Weiß irgendjemand, wo Samantha steckt? Nein. Wir haben auch schon nach ihr gesucht. Dr. Stiles, was da im Speisesaal passiert ist, hat doch nichts mit uns zu tun, oder? Ich weiß es nicht. Hören Sie, weiß eigentlich irgendjemand von Ihnen irgendwas über Samantha? Ich habe es Ihnen bereits gesagt, Dr. Stiles. Sie ist keine Studentin. Ja, aber das kann doch gar nicht stimmen. Warum sollte sie uns alle anlügen? Weil sie ganz schön gerissen ist. Sie ist so hinterhältig, dass sie eigentlich nur für das Jurastudium in Frage kommt. Aber würde sie Jura studieren, wüsste ich's ja wohl. Hat irgendjemand von Ihnen Informationen über Sam? Zum Beispiel, wo sie herkommt? Kannte jemand von Ihnen Samantha vor dem Experiment? Nein, aber wir kannten uns ja auch nicht. Und trotzdem heißt das noch lange nicht, dass wir hier nicht studieren. Sie hat meinen Studentenausweis geklaut. Ich werde dieses Miststück umbringen. Versteht ihr denn nicht? Sam ist vielleicht gefährlich, wenn sie uns in dieser Sache angelogen hat. Wer weiß, zu was sie sonst noch fähig ist. Und diese Sache mit der Zauberei. Also ich find's nicht gerade richtig, dass sie Leute austrickst, die nicht mal wissen, dass sie eine Zauberin ist. Was? Sam ist eine Zauberin? Also eine Zauberkünstlerin? Mit Karten und Kaninchen. Ja, und sie ist ziemlich gut. Sie hängt oft im Black Wand rum, dem Zauberladen in der St. Aldate Street. Gut, hören Sie. Reden Sie mit niemandem über das Experiment. Zumindest so lange nicht, bis ich mich wieder bei Ihnen gemeldet habe. Ich muss los. Oder muss los. Hallo? Hier spricht Rose Hall vom Jugendamt Virginia. Sind Sie Dr. David Stiles? Ja, aber ich habe schon mit jemandem bei Ihnen gesprochen. Ja, das war meine Assistentin und Sie haben dafür gesorgt, dass sie in Tränen ausgebrochen ist. Hören Sie, ich bin seit 10 Jahren für Sam zuständig, was auch immer dieser Mistkerl von einem Psychiater geschrieben haben mag. Sie ist auf keinen Fall ein schlechtes Kind. Sie hat innerhalb von 5 Jahren bei 5 verschiedenen Familien gelebt. Und ja, das hat natürlich Spuren hinterlassen. Aber sie ist sehr intelligent und außergewöhnlich begabt. Ich wollte sie dazu bringen, zu studieren, aber sie hatte andere Pläne. Mittlerweile habe ich von ihr Postkarten aus der ganzen Welt erhalten. Es gehört ganz schön viel Mut dazu, auf eigene Faust die Welt zu erkunden. Steckt Sam in irgendwelchen Schwierigkeiten? Ich befürchte ja. Können Sie mir etwas darüber sagen? Nicht, bis ich alle Fakten kenne, aber trotzdem danke für Ihren Anruf. Eine Frage hätte ich noch. Ist Sam eine Zauberkünstlerin? Oh ja, und was für eine. Ich gehe fest davon aus, dass Sam eines Tages im Rampenlicht stehen wird. Oder besser gesagt Lady Byron. Das ist ihr Künstlername. Ich verstehe. Sie haben mir sehr geholfen. Danke, Mrs. Hall. Also denke ich mal, das mit dem Daedalus-Skript, das wird wirklich nur auf Sie abzielen, ne? Die Musik ist eigentlich auch ganz schön. Das spielt halt da eigentlich ein bisschen. Mit ein bisschen Feinschliff hätte das ein richtig, richtig geiles Spiel werden können. Aber so ist es halt, naja. Machen die spielerischen Schwächen halt sehr viel kaputt. Wieso hängt jetzt auf einmal ein Plakat von der hier drin? Lady Byron. Sondervorstellung heute Abend. Daedalus Club, London. Jetzt weiß ich ja, wo ich Miss Everett finde. Pech für sie.
Hazer war der leitende Inspektor der örtlichen Polizeibehörde bei unserem Unfall. Viel gab es nicht zu tun, da der Fahrer des anderen Wagens sofort tot war. Sprecht mit Detektiv Pacer über alles, was angeboten wird. Redet mit den Studenten, geht zum Blackbound, aber nicht hinein. Schaut euch das Poster im Schaufenster an und nehmt es. Haben wir das mitgenommen? Ja, das steht ja aber bitte mal da. Nimm das Scheißding. So. Jetzt werden wir darüber mit Pacer reden können, denke ich mal. Die Auskunft, was kann ich für Sie tun? Ich brauche die Adresse des Daedalus Clubs in London. Tut mir schrecklich leid, aber ich finde dazu keinen Eintrag. Danke. Clubs in London können so lächerlich geheimnistuerisch sein. Ich brauche jemanden, der an eine Privatadresse rankommt. Und ich glaube, ich weiß, was ich fragen muss. Sag bloß, der Cop weiß jetzt, was mit Daedalus Club anzufangen. Und die Adresse davon. Dann wäre ich zur Sau. Wir haben ein Kapitel lang gerätselt und gemacht. Und der würde sagen, ach, der Daedalus Club, der ist ja da und da. Detective? Ja? Ich brauche ein paar Informationen. Haben Sie schon mal von einer Einrichtung namens Daedalus Club gehört? In London? Warum? Ich brauche die Adresse. Es ist sehr wichtig. Und warum rufen Sie nicht einfach die verdammte Auskunft an? Die verdammte Auskunft habe ich bereits angerufen. Sie haben die Adresse. Language. Ich dachte mir, vielleicht hat die Polizei schon mal davon gehört. Ein Moment. Ich komme hier mit dem Fall ja eh nicht weiter. Sie hatten recht. Steht nicht im Telefonbuch. Muss so etwas wie eine geschlossene Gesellschaft sein. Hier haben Sie die Adresse. Vielen Dank. Sie melden sich, falls Sie irgendetwas erfahren, ja? Selbstverständlich. Da kommen die Cops einfach so an die Adresse vom Daedalus Club, dem streng